Heute Morgen bei uns Thomas Anders. Wir freuen uns sehr. Guten Morgen. Guten wir Morgen. Sind schon richtig lauschig im Gespräch hier. Ja. Nett habt ihr es hier. Wir haben gerade festgestellt, dass wir beide schulpflichtige Kinder haben. Ja. Nicht wahr? Deiner ist schon eingeschult worden. Ja. Meine Tochter kommt noch in die Schule. Der sitzt jetzt schon auf der Schulbank. Das glaubst du. Ich hoffe es zumindest. Okay, aber wir sprechen heute Morgen vor allen Dingen auch über euer Leben auf Ibiza. Mhm. Und warum du da quasi als Immobilienmakler tätig bist. Ja. Da reden wir drüber. Aber guck mal, das sind natürlich Bilder. Aber wieder Klischee. Ja, weiß ich ja auch. Aber trotzdem, schönes Klischee. Schöne Bilder, schönes Klischee. Und ist doch auch, wenn man es sich nett machen kann, finde ich, sollte man das tun. Man soll sich dafür schämen. Gerade, ne? Genau, Sandra. Ja, da müssen wir unbedingt gleich drüber sprechen, warum die jetzt auch noch befreundet sind und so. Und das klären wir alles gleich. Jawohl, ich freue mich. Gut im Geschäft. Seit 6 Jahren hat Thomas Anders seinen Zweitwohnsitz auf Ibiza. Gleich ist er bei uns im Studio und er wird uns von seinem zweiten Zuhause und seiner Karriere nach Modern Talking erzählen. In dieser Luxusfinca auf Ibiza lebt Popstar Thomas Anders mit Frau Claudia und Sohn Alexander Mick seit 6 Jahren. Von hier aus fliegt er zu seinen Konzerten in ganz Europa. Was macht eigentlich das Leben so lebenswert auf Ibiza? Es ist sehr entspannend hier. Also es macht einfach Spaß, es ist sehr unkompliziert. Also man kann sich treiben lassen, was ich mal ganz gerne im Winter mache und im Sommer auch. Also es ist einfach für mich ist es lebenswerter als Mallorca. Das wird ja oft verglichen. Was ist nun schöner, Mallorca oder Ibiza? Man kann da nicht irgendwie von schön oder nicht so schön sprechen, sondern es geht einfach darum, dass das Leben auf Ibiza für mich wesentlich relaxter ist. Das ist so go with the flow, laissez-faire. Man braucht nicht viel. Kurze Hose, Leinenhemd, irgendwelche Palatschen, die ich mittlerweile schon 3 Jahre habe. Und deshalb ist das irgendwie sehr, sehr relaxed. Heute steht ein Familienausflug an. Mit einer Motorjacht geht's zur Nachbarinsel Formentera. Zur Bootsparty hat Sängerin Sandra geladen. Aha. Ja, schau mal, wer da ist. Endlich mal wieder nach 3 Wochen Arbeit. Ja, genau. Endlich mal rausfahren. Das ist sich gut geht. Dass Ibiza so populär bei Prominenten ist, hat einen einfachen Grund. Man ist hier unter sich. Nur 20 Minuten braucht man mit dem Motorboot nach Formentera, einer kleinen Insel vor Ibiza. Der wohl prominenteste Ort im Archipel, um dem Sonnenuntergang entgegenzufiebern. Nur noch 1 Stunde, dann versinkt die Sonne im Mittelmeer. Und Deutschland ist hier ganz weit weg. Im Gegensatz zu Familie Anders lebt Sängerin Sandra ständig auf Ibiza. Ja, viva Ibiza! Ja, viva Ibiza! Goldig, gell? So, so sind alle. Da. Ich möchte darauf auch nie wieder verzichten, obwohl ich Deutschland liebe. Ich fahre gerne nach Deutschland. Ich mag Hamburg, ich liebe München und Frankfurt, Berlin, alles. Ich finde es toll. Es ist für mich immer wieder ein Erlebnis, einen Abend zurück zu dem Ursprung zu gehen. Aber ich könnte mir nie wieder vorstellen, da wirklich zu leben und so zu arbeiten, wie das, was wir machen, in diesem kreativen Bereich, wie das in Deutschland rüberzubringen, ist für mich undenkbar. Ibiza, das ist die Insel der ungestörten Promis. Und Thomas Anders ist heute Morgen bei uns im Studio und du hast Heimweh, hast du gerade gesagt. Ja, wenn man die Bilder sieht, ist ja kein Wunder, ne? Obwohl, die ist ja auch schön. Also ich liebe ja auch Deutschland, aber so diese, man weiß, es ist schönes Wetter. Hm. Das hat was. Ihr habt bislang enorm viel Zeit da verbracht. Ja. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, weil dein Sohn eingeschult wurde gerade. Vor 14 Tagen. So, und jetzt nur noch in Ferien dahin. Ja, hauptsächlich in Ferien oder halt eben Claudia und ich, wir düsen mal so über ein verlängertes Wochenende. Das machen wir auch. Hm. Aber in den nächsten Wochenenden klappt das nicht, weil ich sehr viel unterwegs bin. Wir haben gerade Sandra gesehen in dem Beitrag. Woher kennt ihr euch? Ja, wir kennen uns schon aus den 80ern. Also das, gemeinsam in der Hitparade aufgetreten oder Formel 1 oder so. Ich meine damals Sandra mit Maria Magdalena und wir mit Your Heart, Your Soul. Ich glaube, es gab in Europa keine Fernsehsendung, wo wir nicht zusammen waren. Hm. Und ich meine, das hat sich über die Jahre dann so entwickelt. Und wir treffen uns auf Ibiza gerne in unregelmäßigen Abständen, aber immer wieder gerne. Wir haben immer sehr viel Freude, wie man gesehen hat. Und sehr viel Prosecco scheint da auch zu fließen. Ja, das ist Klischee, aber gut. Woher kommt die Liebe zu Ibiza, wie du richtig Ibiza? Sagst? Ich sage ja Ibiza. So wie der Deutsche gesagt. Woher kommt das? Also warum nicht Mallorca, warum nicht Sylt, warum nicht Usedom? Tja, das ist so, warum nicht die Frau, da wo die Liebe hinfällt.
Und letztendlich war ich mit Claudia vor vielen Jahren, vor 10 Jahren, knapp auf der Insel. Und wir haben uns verliebt in die Insel. Und dann, die ist einfach toll, die ist sehr relaxed. Also man kann ungestört drüben sage ich, also auf Ibiza leben und sich auch geben. Und man wird auch jetzt sehr in Ruhe gelassen. Und das ist das Tolle. Und ich meine, dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, da kaufen wir was. Genau. Die Liebe ist so groß, dass du sogar einen Song über die Insel gemacht hast. Ja. Tja, mein Gott, das hat jetzt 10 Jahre gedauert. Aber ja, tatsächlich. Sing mal an. Was mal. Oh, Ibiza, mi felicidad, love you, papaya. Also es ist im Grunde ein schöner Tanzsong, den ich nicht wirklich ganz, ganz großartig finde. Und der ist übrigens hier in Berlin entstanden und nicht auf Ibiza, sondern es ist ein Berliner Produzent, der es gemacht hat. Und man kann den downloaden. Das heißt, also wer auf meine Seite geht, ich habe ein ganz neues System. Man kann einfach hingehen und sagen, okay, der Song gefällt mir. Und man kann ihn runterladen, das nur nebenbei. Mhm. Aber es ist einfach ein super klasse Titel, der Freude macht und mit Sicherheit den Sommer verlängert. Auf jeden Fall runterladen. Du warst auf Ibiza jetzt als Immobilienmakler, in Anführungszeichen, einmalig bitte, unterwegs für einen steinreichen Russen. Wie kam das? Ich habe sehr viele Auftritte in Russland und es war auch bei einem Auftritt in Moskau. Und es war ein sehr junger und sehr netter Russe und er sagte, er hätte gehört, weil in Russland weiß man auch, dass ich auf Ibiza zum Teil wohne, ob ich vielleicht nicht für ihn mal vorchecken könnte, weil ich würde mich da auskennen, nur sucht was Exklusives. Und ich sagte, ich kenne so viele Freunde, habe so viele Freunde auf der Insel, ich mache das mal gerne. Und da hat mich natürlich Sat.1 begleitet. Und das können wir heute Abend sogar sehen, um 11:15 genau, in der 24-Stunden-Reportage mit dir. Welche Voraussetzungen sollte dieses Haus erfüllen? Also natürlich eine gewisse Größe sollte es haben und was bei den Russen immer sehr, sehr wichtig ist, dass Platz da ist für die Bodyguards. Ah, okay. Und auch mehr, also wie viele Zimmer, hat er irgendwas gesagt, irgendeine Hausnummer? Also so und so viele Zimmer, so und so viele Badezimmer, 3 Küchen, 5 Fitnessstudios? Ja, aber das geht immer in die Hunderte von Quadratmetern. Also so irgendwie so mit 2 Zimmer, Küche, Bad kommt man da nicht weit. Das geht nicht. Das ist dann eher für die Putzfrau wahrscheinlich, die Unterkunft. Ja, das wäre das für die Bodyguards, genau. Du hast es selber gesagt, du bist viel in Osteuropa unterwegs und bist da auch extrem erfolgreich. Warum bist du da so erfolgreich? Und also ich meine, du bist in Westeuropa auch erfolgreich, aber warum da drüben so besonders? Die haben einfach Geschmack. Ich glaube, es hängt damit zusammen mit der Vergangenheit, dass die Osteuropäer natürlich nicht so auf Modern Talking und auf mich zurückgreifen konnten, sondern durch die Öffnung kam es erst. Und ich glaube, dass sie einiges nachholen wollen und sie stehen einfach auf diese Musik. Auf diese 80er Jahre oder auf nicht ganz 80er Jahre, sondern auf diesen, man nannte es früher Europop. Also heute sind wir doch sehr anders, sehr rhythmisch und die brauchen einfach Melodie, diese Menschen. Aber ich merke das, ich war jetzt im Juni war ich in Tel Aviv und in Haifa und habe große Shows gegeben und bin jetzt am kommenden Wochenende auf Malta. Also der Kreis wird immer größer und das macht Freude, dann Menschen zu sehen, die auf diese Musik wirklich tanzen und Spaß haben. Mhm. Mehr von Thomas Anders also heute Abend in der Sat.1 24-Stunden-Reportage um 23.20 Uhr. Und da werden wir dann auch sehen, ob du fündig geworden bist mit in Sachen Immobilie für den reichen Russen. Lass uns überraschen. Dass du heute Morgen da bist. Danke.